Leute, und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe euch schon eine Weile nicht mal mitgenommen und ich dachte, das wird mal wieder Zeit. Ich habe heute meine hoffentlich letzte Prüfung in meinem Masterstudium geschrieben. Drückt mir die Daumen. Heute ist Dienstag, der 7.2. Ich muss nur noch bis Freitag eine Hausarbeit abgeben und dann habe ich Semesterferien und kann endlich wieder mehr lesen. Ich versuche übrigens gerade meinen Pony rauswachsen zu lassen, weil er mich einfach nur noch nervt und vor allem im Sommer immer sehr genervt hat. Deswegen versuche ich das jetzt, dass er eben im Sommer dann nicht mehr so da ist. Ich lese außerdem gerade Shadow and Ember. Ich bin da gerade, glaube ich, so bei Seite 350 und endlich passiert mal was. Ich lese das Buch jetzt schon eine ganze Weile, weil ich einfach in der Prüfungsphase zu nichts gekommen bin. Ich habe kaum gelesen, was mich auch ein bisschen geärgert hat, aber heute habe ich zumindest schon mal 50 Seiten gelesen, was sehr viel mehr ist, als ich in den letzten Tagen überhaupt zusammengelesen habe. Und das Buch fängt jetzt erst so richtig gut an. Das ist ja die Vorgeschichte von Blood and Ash. Da geht es um Sera, die halt so einen Pakt oder so erfüllen soll, den ihre Vorfahren, glaube ich, abgeschlossen haben. Sie soll nämlich den Primar des Todes heiraten und ihn dann umbringen. Und ich hatte mir irgendwie für den Anfang des Buchs was ganz anderes vorgestellt. Und ich dachte, dass es halt eher so schon kommt, wie halt im Klappentext angeteasert wurde. Aber man hatte jetzt wirklich 300 Seiten langen Aufbau der Geschichte. Man hat Charaktere kennengelernt. Und ja, generell so ein bisschen wie Sera so von der Art her ist. Und ich finde, es hat mich so sehr, sehr, sehr stark an Blood and Ash erinnert, weil sie einfach vom Charakter sehr ähnlich sind, würde ich mal sagen. Also Sera ist, finde ich, noch ein bisschen was anderes, also noch ein bisschen krasser als Poppy es war, aber ja, so von der Art und vom ganzen Vibe und von der ganzen Handlung hat es mich doch schon sehr an Blood and Ash erinnert. Aber ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall aufs Weiterlesen. Ich mache jetzt was für die Hausarbeit, die ich am Freitag abgeben muss, und dann werde ich wahrscheinlich den Abend noch ein bisschen was lesen. Ich sitze jetzt gerade schon wieder im Bad auf der Erde, aber mein Freund und ich haben gerade einen Film angemacht und ich wollte vorher nochmal ohne Hintergrundgeräusche ein Update aufnehmen, denn ich habe gestern meine letzte Hausarbeit abgegeben. Ich habe jetzt Semesterferien und ich habe auf jeden Fall gestern schon irgendwie 100, 110 Seiten oder so gelesen. Ich bin mir nicht genau sicher, auf jeden Fall bin ich jetzt auf Seite 536 in Shadow and Ember. Und ich muss sagen, auch wenn ich gesagt habe, dass mich die Handlung und vor allem die Charaktere sehr an Poppy und Hawk aus Blood and Ash erinnern, finde ich irgendwie die beiden angenehmer. Ich weiß nicht ganz genau warum. Ich finde aber, dass Ash einfach sehr viel sympathischer für mich ist. Also für mich war Hawk am Anfang extrem toll, aber irgendwie mit dem Lauf des dritten Teils fand ich ihn irgendwie nicht mehr so toll. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie hat mich alles so genervt und auch an Poppy und so diese ganzen Wiederholungen irgendwie ist die Geschichte einfach nicht mehr so gut gewesen. Und hier muss ich sagen, dass halt dieses Nervige, was ich an Poppy fand, gibt es nicht ganz so doll bei Sera. Also Sera hat trotzdem oft auch diese Andeutung, sie ist sauer und pass auf, nicht, dass ich dir irgendwie einen Dolch irgendwie in die Brust steche oder so. Also typisch so Poppy und Hawk, fand ich. Aber trotzdem ist es hier noch ein bisschen anders, würde ich sagen. Deswegen stört es mich nicht ganz so doll, dass es sich sehr ähnelt. Außerdem finde ich jetzt mittlerweile die Handlung etwas anders, auch wenn es ähnlich aufgebaut war am Anfang, hat man jetzt hier noch ein bisschen was anderes, was ich irgendwie auch so mehr mag, weil man jetzt halt eben auch in dieser Unterwelt ist oder Schattenwelt. Ich bin mir nicht genau sicher, wie die heißt. Auf jeden Fall finde ich es ganz interessant eigentlich. Erinnert mich aber trotzdem noch so ein bisschen an, finde ich, so den Anfang und bis zur Mitte so von Teil 2 von Flesh and Fire halt. Ja, also ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich, hätte man sich schon was Neueres für die Bücher ausdenken können. Deswegen bin ich jetzt hier nicht ganz so euphorisch dabei, wie ich jetzt zum Beispiel bei Blood and Ash das einfach absolut geliebt habe und auch Flash and Fire. Aber ich muss sagen, es ist kein schlechtes Buch. Ich finde es einfach mega interessant und ich lese es auch total gerne. Vor allem gestern habe ich eben sehr viel am Stück gelesen, weil es auf einmal irgendwie so spannend wurde.
Und deswegen hoffe ich, dass das jetzt weiter so ist und ich in dem Buch auf jeden Fall vorankomme. Es ist jetzt Samstag und ich hoffe, dass ich das Buch auf jeden Fall morgen spätestens beenden kann. Also ich habe jetzt, glaube ich, noch so 200 Seiten. Und dann möchte ich mit Twisted Dreams von Anna Huang anfangen. Also auf das Buch freue ich mich schon sehr. Deswegen möchte ich das eigentlich schnell beenden, weil ich lese daran jetzt schon echt lange. Aber es ist auch halt ein richtiger Klopper. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall erstmal was zu essen machen, weiterlesen und noch nebenbei einen Film schauen. For way too long, but I don't wanna come down. Caught up in a long free fall, you got me off of the ground. Sway for a minute, the plane moves side to side. Ich habe vorhin Shadow and Amber von Jennifer Armentrout beendet. Ich muss echt sagen, zum Anfang war ich irgendwie ein bisschen skeptisch, weil ich doch sehr doll die Parallelen zwischen Shadow and Amber und Blood and Ash eben gesehen habe. Vor allem, wie ich gesagt habe, in den Charakteren und auch einfach, wie die Story ein bisschen aufgebaut wurde. Aber ab der Hälfte des Buchs ungefähr hat sich das dann doch komplett geändert. Also ich habe trotzdem noch starke Ähnlichkeiten zwischen Sarah und Poppy gesehen, vor allem eben, weil Sarah auch andauernd irgendwelche Fragen stellt und zum Kämpfen ausgebildet wurde, und das war eben bei Poppy auch so, und das hat den Charakter so im Großen und Ganzen einfach ausgemacht, und bei Sarah war das eben auch, und damit hatte sie eben eine Riesenähnlichkeit zu Poppy. Aber ich muss sagen, dass ich vor allem Nykthos sehr stark fand und ich ihn, glaube ich, sogar als männlichen Charakter sogar mehr mag als Hawk. Ich weiß gar nicht warum, aber es hat irgendwie so ein paar Einzelheiten gegeben, wo er irgendwie so ganz anders und besser aufgebaut war als Charakter, finde ich. Und auch nicht ganz so irgendwie arrogant, wie ich manchmal Hawk wahrgenommen habe. Aber im Endeffekt fand ich die Storyline an sich total cool. Also die erste Hälfte war zwar etwas schleppend, aber danach muss ich einfach die ganze Zeit weiterlesen. Und ich habe mich auch in das ganze Setting so ein bisschen verliebt und die ganzen Charaktere, vor allem Nebencharaktere, waren auch, finde ich, gut gewählt. Und deswegen hat sich für mich die zweite Hälfte sehr viel kürzer angefühlt als die erste Hälfte, weil es einfach so viel besser war. Und jetzt zum Ende hin, klar war es so ein Cliffhanger. Ich weiß nicht mal, wann der zweite Teil dazu rauskommt, aber ich will unbedingt weiterlesen. Es war jetzt nicht krass irgendwie der spektakulärste Plot-Twist, den man überhaupt nicht erwartet hätte. Man hat es vorhergesehen, ein bisschen, fand ich zumindest. Aber trotzdem war es so spannend zum Ende hin. Und ich möchte einfach mit Nykthos und Sarah weiter in ihrer Geschichte lesen und weiter in die Welt eintauchen. Deswegen bin ich jetzt irgendwie ein bisschen traurig, dass im April erst der vierte Teil, glaube ich, zu Blood and Ash rauskommt. Ich bin gespannt, weil ich ja von Blood and Ash eher ein bisschen enttäuscht war. Also vor allem von Crown and Bones, dem dritten Teil. Aber mit diesem Buch hier mag ich die Welt eben doch wieder ganz gern. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, wenn wir wieder zurück in die Welt von Nykthos und Sarah tauchen können. Bis dahin wird wahrscheinlich noch ein bisschen an Zeit vergehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange. Aber ich freue mich sehr auf den zweiten Teil und kann es sehr empfehlen. Ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt, aber ich glaube, ich würde dem Buch so 4,5 Sterne geben. Also ein 5-Sterne-Buch ist es leider nicht geworden, obwohl ich mir nicht ganz so sicher war. Aber dafür bin ich, glaube ich, einfach ein bisschen zu negativ an das Buch rangegangen. Und deswegen war auch die erste Hälfte des Buchs nicht so gut für mich. Außerdem ist heute der 14.2. Ich war gestern mit meiner Mama im Kino und wir haben den Film zu Was man von hier aus sehen kann geschaut. Und ich fand den ehrlich gesagt richtig gut. Also ich fand den Film zum Ende hin etwas schnell abgehandelt und etwas schwach, aber der Anfang und so bis zur Hälfte und einfach die Charaktere und ein bisschen auch wie die Stimmung aufgefangen wurde, das fand ich einfach richtig gut umgesetzt. Und deswegen ist es eigentlich eine Verfilmung, die ich nicht
so schlecht finde. Also oft schaue ich Filme von Büchern, wo ich mir dann denke, das Buch war viel besser. Aber bei dem Film muss ich echt sagen, dass ich den eigentlich richtig gut umgesetzt fand. Vor allem auch die Besetzung fand ich richtig gut. Also der Optiker war einfach super passend besetzt. Und ja, also ich kann den Film auf jeden Fall mega empfehlen. Und fand den richtig toll. Ich glaube, ich werde den auch irgendwann nochmal schauen. Ansonsten würde ich sagen, suchen wir jetzt mal ein neues Buch raus. Ich weiß auch schon, welches ich jetzt lesen werde. Und zwar ist das irgendwo hier drin. Hier unten. Und zwar möchte ich als nächstes Twisted Dreams von Anna Huang lesen. Ich glaube, ich habe jetzt schon des Öfteren über das Buch gesprochen, aber es geht hier halt um Ava. Und ihr Leben ändert sich, als Alex Volkov in ihr Nachbarhaus einzieht und das ist der beste Freund ihres Bruders. Alex ist kalt wie Eis, steht hier hinten drauf, aber Ava schafft es, seine Mauern Stein um Stein einzureißen. Und je besser sie den Multimillionär kennenlernt, desto weniger kann sie sich seiner Anziehungskraft entziehen. Schon bald kann auch Alex die ungewohnten Gefühle nicht länger leugnen, doch er hat eine dunkle Vergangenheit, der er nicht entfliehen kann und die eine Liebe zwischen ihnen unmöglich macht. Ich bin auf jeden Fall gespannt und hoffe, dass es mir sehr gefallen wird. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Buch jetzt erstmal an. Ich dachte mir, ich filme euch jetzt mal kurz ein Update. Ich habe gestern 50 Seiten gelesen und heute schon ein bisschen mehr als 200 Seiten. Ich bin auf Seite 265 und ich muss sagen, mir hat es am Anfang richtig gut gefallen. Also ich mochte es wirklich sehr, sehr, sehr doll. Ich habe einiges markiert. Ich fand einfach diese ganze Situation, wo Ava halt lebt und dass dann halt Alex nebenan einzieht. Das Ganze fand ich irgendwie total toll und auch wie das Ganze so gestartet hat, wie die beiden sich so ein bisschen näher gekommen sind, durch auch so eine kleine Operation haben die Mädchen das genannt, fand ich das einfach irgendwie alles richtig toll und cute und ich musste ja auch die ganze Zeit weiterlesen. Auch die Mädchenbande, also sie hat noch drei Freundinnen, die finde ich auch alle total interessant. Und generell eben, wie sich Alex und ihre Geschichte und Beziehung eben vertieft hat, fand ich irgendwie toll und gut aufgebaut. Aber so ab Seite 200 ging es mir irgendwie ein bisschen sehr schnell. Und jetzt sind wir irgendwie mit einigen Twists überladen worden, die ich irgendwie so ein bisschen hab kommen sehen. Aber ich finde, dass sie auch nicht so zu 100% irgendwie zu dem Buch passen, leider. Also es geht jetzt irgendwie eher weg von diesem Hauptpunkt der Liebesgeschichte zwischen Alex und Ava und eher in eine andere Richtung. Ich möchte auch nicht zu genau drauf eingehen. Auf jeden Fall weiß ich momentan nicht, ob es mir gefällt oder ob ich es absolut blöd finde. Mittlerweile finde ich es irgendwie nicht mehr ganz so spannend. Also ich bin jetzt noch gespannt, was noch so in den letzten, ich weiß nicht, wie viele Seiten es hat, aber ich glaube, es sind noch so 150 bis 200 Seiten, was da jetzt noch alles vorkommt, was da noch passiert. Ansonsten fand ich, hat es irgendwie einen sehr starken Anfang gehabt, aber jetzt lässt es für mich irgendwie mittlerweile ein bisschen nach. Ich werde jetzt aber erstmal lesen gehen. Es ist auch schon 22 Uhr. Ich werde mich jetzt wahrscheinlich ins Bett legen und vielleicht noch ein bisschen weiterlesen. Ich hoffe, dass es noch ein bisschen besser wird. Sonst ist es vielleicht für mich eine kleine Enttäuschung. Also mittlerweile ist es, glaube ich, bei mir so bei 4 oder 3,5 Sternen. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ja, ich bin ein bisschen traurig, dass mir jetzt diese Wendungen nicht so gefallen haben in der Handlung. Aber trotzdem bin ich gespannt, ich werde es weiterlesen und hoffe, dass sich das einfach noch ein bisschen in die Richtung begibt, in der ich das am Anfang so mochte und erwartet hatte.
jetzt gerade auf Seite 354 in Twisted Dreams. Ich muss mich ehrlich die ganze Zeit fragen, was lese ich eigentlich hier? Weil ich das irgendwie überhaupt nicht erwartet habe. Also es steht so hinten drauf, dass er eine dunkle Vergangenheit hat, aber ich finde, das Buch ist extrem düster geworden. Ich muss auch sagen, dass das eben zuerst bei den intimen Szenen für mich aufgekommen ist. Also das ist dann doch schon ein bisschen düsteres als andere und wird dir auch klar sagen, dass das auf jeden Fall so ein Plus 18 Buch ist. Ansonsten haben wir hier so ein bisschen Murder Mystery noch mit reinbekommen, gefühlt. Was sich jetzt auch bis jetzt, also bis Seite 350 so gezogen hat, was also es war zwar interessant, es war zwar spannend, aber ich habe das irgendwie überhaupt nicht erwartet und irgendwie sehe ich jetzt auch Alex und einfach das Gesamte so irgendwie ein bisschen in einem anderen Blickwinkel und irgendwie weiß ich nicht mehr so genau, was ich davon halten soll. Es ist nicht so, dass mich das Buch langweilt, aber ich finde es jetzt irgendwie einfach nur nicht mehr so stark, weil ich habe das Gefühl, die Autorin hat hier einfach zu viel eingebaut. Also es fing halt alles an mit diesem der beste Freund des Bruders, er zieht nebenan ins Haus ein, sie sind zwangsweise immer beieinander, weil er eben auf sie aufpassen muss und er ist aber gleichzeitig der kalte, ja, schlecht gelaunte, sage ich mal, Typ und sie ist der Sonnenschein und sie ändert ihn, bla 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 bla. Und dann kommt aber so ein extremer Twist mit, ja, so Thriller-Eigenschaften, finde ich hier schon. Und ich weiß nicht warum, aber es ist nicht nur auf seiner Seite, es war nicht nur seine Vergangenheit, die so Thriller-mäßig ein bisschen ist, sondern auch bei ihr fing es halt auch schon an mit ihrer Vergangenheit. Und ich finde, das ist einfach alles ein bisschen too much hier in dem ganzen Buch. Deswegen bin ich jetzt mittlerweile ein bisschen enttäuscht, aber ich finde es trotzdem spannend. Ich habe es trotzdem fast in 2 Tagen ausgelesen. Also ich habe jetzt noch 70 Seiten. Ich werde die auf jeden Fall heute noch beenden. Ich weiß noch nicht, was noch in den 70 Seiten jetzt passieren soll. Ja, ansonsten weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich will das Buch auch irgendwie nicht nur schlecht reden, weil es eben auch einfach spannend war. Aber ich hatte einfach auf eine etwas leichtere Romanze gehofft. Keine Ahnung warum. Aber ich finde, es geht hier auch schon mehr in den düsteren Bereich, was Liebesromane und vor allem New Adult, wie es hinten draufsteht, angeht. Deswegen, keine Ahnung, ich würde auf jeden Fall sagen, dass das nicht mehr so 100% New Adult ist, wie man es so kennt. Deswegen mal schauen. Ich bin noch gespannt aufs Ende und dann hören wir uns, wenn ich es zu Ende gelesen habe. Ich habe Twisted Dreams von Anna Huang jetzt beendet und leider hat sich meine Meinung nicht mehr so doll geändert. Also ich habe dem Buch jetzt, glaube ich, 3 Sterne gegeben und das Ende war jetzt auch einfach nicht mehr so überzeugend. Also das Buch hat immer noch Spaß gemacht zu lesen, deswegen auch 3 Sterne, weil ich super schnell durchgekommen bin. Den Anfang mochte ich echt gern, es war einfach nur nicht so mein Geschmack, was dann halt für Wendungen kam. Und ich glaube, das ist halt so eine Sache, das kann immer mal passieren. Aber trotzdem hat mir der Schreibstil von der Autorin sehr gefallen, weil man einfach super schnell durchgekommen ist. Und ich freue mich richtig doll auf die nächsten Teile, weil ich glaube, als nächstes geht es weiter mit Bridget. Und Bridget ist ja eine Prinzessin. Und ich glaube, es geht da um ihre Beziehung zu ihrem Leibwächter. Und ich glaube, das könnte schon mehr was für mich sein. Ich habe auch schon sehr viel über dieses Buch gehört und sehr viel Gutes eben auch. Und deswegen bin ich gespannt, wann das übersetzt wird. Ich weiß noch nicht genau, wann das rauskommt oder ob da überhaupt schon irgendwas bekannt ist. Aber generell war für mich der erste Teil einfach ein bisschen enttäuschend, weil ich mir so viel Gutes erhofft hatte, aber das leider in dem Buch nicht so gefunden habe. Das sieht man auch an der Art, wie ich markiert habe. Nämlich die erste Hälfte hat mir super gefallen. Ich habe super viel markiert und dann habe ich einfach nur noch ein so ein Klebchen hier drin. Aber nicht so schlimm. Es ist trotzdem so ein Buch, was mich ein bisschen aus der Leseflotte nach der Klausurenphase geholt hat, weil ich einfach super schnell durchgekommen bin und
den einen Tag sogar 270 Seiten oder so gelesen habe. Deswegen kann ich eigentlich nur sagen, dass es für mich jetzt leider keine krasse Empfehlung ist. Aber wer sich für die Reihe interessiert und vor allem, weil sie eben so gehypt wurde auf TikTok, wissen möchte, um was es da geht, dann lest es gerne. Ihr kommt auf jeden Fall wahrscheinlich schnell durch. Ansonsten freue ich mich einfach auf die nächsten Teile und hoffe, dass die besser werden. An der Stelle werde ich jetzt das Video beenden. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.